Okay, Cindy ist komplett fertig. Und wir haben ein neues Levelowski und noch eine neue Karte. Outro mit 3D-Logo. 15. Wahrscheinlich 15. Krass. Und gute Nacht. Ja, Preston gönnt sich noch eine Runde. Jetzt bin ich gespannt, Digga. Okay, 2 Minus. Von wem? Abigail. Jesus, R2 ist nicht bekannt genug. Okay, ich hätte das doch gehabt. Belastend, Bruder. Das muss ich mir merken. So. Ich brauche unbedingt einen kleinen Hamburger für zwischendurch. Bin gespannt, was das sagt. Gemeinschaftsprojekt. Lass mal über Videospiele quatschen. Der als Mitarbeiter wäre echt köstlich. Videospiele sind was für Kinder. Das Thema ist für mich durch. Genauso wie YouTuber, die nur Spiele spielen. Bruder. Kannst du dir vorstellen, in einem Anwesen im All zu wohnen? Das können aber nur ein paar Auserwählte. Eines Tages vielleicht. Okay. Kommt jetzt nicht so wahnsinnig heftig an. Deswegen gucken wir mal, ob es ein neues Game gibt. Der wird da, denke ich mal, auch irgendwann durchziehen, der Typ. Oder zieht einfach noch eine Runde die Konsole ab. So, wir haben den 13. Dezember. Sinister Punching. Vier Sterne, fünf Sterne und absolut. Kaufen wir uns das hier und gleich ein Unboxing rausdonnern. Da kommst du in die Gönne noch schnell was zu essen? Was Kleines, bevor das Spiel kommt? Ein Wasser. Ach, Quatsch. Wässerchen. Genau, perfekt. Und ein Unboxing, Baby. Hallo? Was machst du am Rechner, Bruder? Zieh mal bitte durch. Fortsetzen. Miracle Whale. Der Miracle Whip. Gut, das war anscheinend nicht so lustig. Ja, das Duel ist okay. Kann ich mich jetzt nicht unbedingt beschweren. Was er immer noch am Rechner macht, verstehe ich leider nicht. So, du startest die Aufnahme. Wir hauen heute mal eine coole Begrüßung raus. Für das Skript, Baby. Erstmal schön mit 3 Punkten starten. Geil. Zeit, bevor das Spiel startet. Kurzen Kommentar. Auf Easiness, Freunde. Das Spiel hängt sich auf. Oh. Na, eine lustige Kritik. Interaktiver Ladebildschirm. Sarkastischer Kommentar. Kann mal passieren. Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt. Einen professionellen Doppel. Lecker, Schmecker. Ausschnitt zeigen. Und Lust der Kommentar? Haben wir noch bekommen, Freunde? Du hast alle Gegner von der Strecke geworfen. Oh, da haben wir gar nichts. Da haben wir einfach mal einen mörderischen Blick raus. Angenommen, Ladebildschirm mit Hinweis. Philosophischer Kommentar. Und wir sind gleich wieder voll. Wir sind ein Level aufgestiegen. Da gibt es entspannt, Freunde, eine konstruktive Kritik. Und wir sind fertig. Zusammenfassung des Spiels. Oh. Lustiger Kommentar? Du überholst den Gegner mit Leichtigkeit. Easy, Brudi. Singender Kommentar. Du schaltest die Kamera aus. Mit Abspann. Danke fürs Einschalten. Peace. Das schmeckt. So, let's go. Interesse? 99, das schmeckt. Skript Level Up, Interaktion Level Up, Videobearbeitung Level Up, Sound Level Up und Nachbearbeitung Level Up. Wenn der andere alles 70 hat, guten Morgen.
Reparieren. Das sollte schnell gehen. Sind jetzt drauf. 5.500 Dollar. Achso, wir sind fertig. Okay, so. Gute Nacht. Danach eine Pizza. Und Preston, nehmen wir Miracle Rail mit dem dann mal auf? Ich kann erstmal durchziehen. So. Ist kaum zu glauben. Kara, danke wieder mal für nichts. Hater gonna hate. So. Er kann eigentlich erstmal durchziehen. Hi, ich bin dein Nachbar. Darf ich mir von dir ein paar Spieler ausleihen? Nö. Nein. Ah, dein Nachbar ist sauer auf dich und zieht im Internet über dich her. Du hast ein paar Abonnenten verloren. Ja, Digga, vielleicht wahrscheinlich verlieren wir 40.000. Das war mir schon fast klar. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt gedacht, yo, der verkauft die oder sowas. Oh, Digga. Das, Freunde, war's dann mal wieder komplett. 40.000 Abonnenten einfach so verloren. Schön. So, Cindy kann das automatisch machen. Miracle Whale. Miracle Whip. Wie wird das geschrieben, Digga? Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Oh Mann, da waren wir schon bei 500.000 und verlieren wieder 40.000. Aber das Unboxing kommt recht sexy an, muss ich sagen. Wir sind bei der Hälfte erst. Oh ja. This is unser Game. Ja. Preston. Ah ja, komm. Heute Abend Kino. Nee, Bruder, zieh wieder durch. Tja, Preston als Mitarbeiter. Das wäre geil. 500.000 Klicks, Freunde. Was hat Cindy draus gemacht? Interesse liegt bei 76. Das ist sehr entspannt, Digga. Soundlevel up. Nachbearbeitung und Skript ist halt immer noch etwas hinterher. So, das ist jetzt im Upload. Preston Baby. Boah, der ist so heftig, ne? Krass. So, lass mal aufnehmen. Oh ja, Digga. So. Stereo. 51, das passt. Computer arbeitet. Können wir uns über irgendwas unterhalten? Nee. Dann gehen wir einfach mal kurz arbeiten. Er wird sich eher an die Konsole setzen. Wir machen hier Zeitung austragen. Tschüssi und viel Spaß. 550.000. Digga, krass. So, was sagen die Kommentare? Kara ist natürlich wieder am Start. Und Jasmin. Wenn diese Person ein YouTuber ist, dann bin ich Batman. Danke. So, Video erstellen. Komm, Digga. Auf geht's. Wir haben zwar leider nur einen Sitzplatz. Aber ja, du, setz dich einfach mit drauf, Digga. Gar kein Problem. Wir starten die Aufnahme mit Preston. Mit... Na, winkenden Begrüßung. Kriegen wir das als Doppel hin? Mal gucken, ob ich das in der Nachbearbeitung hinkriege. Und erstmal gibt's YouTube Money, Freunde. Der hat natürlich ein Sahne-Headset als Typ. Zusammenfassung des Spiels. Ein sarkastischer Kommentar. Wir haben zusammen ein verstecktes Item gefunden. Guck mal hier, professioneller Kommentar. Auf Geld, Baby. Zeit, bevor das Spiel startet. Oh, ernster Kommentar, das passt halt perfekt rein. Das könnte wieder lecker ankommen. Du überholst deine Gegner mit Leichtigkeit. Singender Kommentar. Auf Easiness habe ich dich überholt. So, unlustiger Kommentar. Ich würde gerne mal wissen, ob dieses Gelbe immer gut ist. Weil das ist, glaube ich, so ein kleiner Vorschlag vom Game. Wir haben ein Achievement bekommen. Fröhliche Äußerung. So, Ladebildschirm mit Hinweis. Oh, da droppen wir einen schönen philosophischen und sind damit so gut wie durch. Wir brauchen noch ein bisschen bei Schauspielerei-Dings. Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt. Hier, konstruktive... Und voll sind wir, Freunde. Konstruktive Kritik.
einmal Ausschnitt zeigen, bitte? Einen lustigen. Muss sie drüber lustig machen. Boop. So. Wir sind ein Level aufgestiegen. Kleiner Ratschlag für zwischendurch. Das pinke Headset passt super zu seinen pinken Augen. Geil. Eine Zusammenfassung des Spiels wird angezeigt. Abspann. Und somit haben wir ein leckeres Video, Freunde. Oh, Cindy ist komplett broke. Aber macht das Video noch fertig. Gar kein Problem. Was, der Rechner ist schon wieder am Arsch? Was ist denn hier los? ...99er Interesse, wieder ein neues Rekordergebnis von 2210. Preston gibt auch nochmal einen Fuffi drauf und alle Erfahrungspunkte gehen ein nach oben. Göttlichkeit. Oh, was für eine Überraschung. Moment, Moment. Du bist Cindy, ich bin eine Pfadfinderin und verkaufe Kekse. Möchtest du eine Packung kaufen? Bitte. Na sicher, komm. Auf Bruderschaft. Du weißt nicht, was in diesen Keksen war, aber sie waren köstlich und nahrhaft. Dein Hunger und deine Müdigkeit wurden wieder hergestellt. Das ist doch geil. Auszüge aus einem anderen YouTube-Video. Okay. So. Lecker Schmecker. Ah, okay. Reparieren. Der geht da ständig in den Arsch. Mal gucken, vielleicht müssen wir uns da mal neu holen. 6.500 Dollar. Göttlich. Und Kara ist wieder am Start. Der Rest liebt uns. Ja, wir werden geliebt, Freunde. Geil. Theoretisch kann der Typ durchziehen. Gibt's eigentlich ein paar geile... Game World, guck mal hier. 450 Dollar. Egal. Gönnen wir uns. Haben wir uns das jetzt schon reingekauft, oder? Ja, 27. Dezember. Ist ja heute dann. Okay, da warten wir eigentlich bloß noch. Bis jetzt die... Ankündigung kommt, dass wir uns umziehen müssen. Hallo? 27. Dezember? Wir haben den 27. Dezember, kommende Veranstaltung. Und geht es erst am Abend los. Ich glaube, wir waren zu spät. Wir waren zu spät, geil. Hier ist nur Disco Misco. Schade, haben wir leider verpasst. Duel mit Preston zerstört wirklich alles, Leute. Damit wir nicht hinterherhinken, nehmen wir noch entspannt ein Gameplay auf. Und danach können wir theoretisch das Review raushauen. Automatisch, das kriegt sie hin. Miracle Rail auf ins... Nee, wir sind noch nicht im Finale, Digga. Auf geht's. So. Dann können wir mal den Kumpel abmachen. So. Kommst in die Arbeit. Wow, 600.000 Videoaufrufe geknackt und es läuft einfach weiter. Und somit haben wir die Abonnenten schon wieder easy rein. 700.000 fast. Alles klar, Digga. Das ist lecker. So, wir würden uns im Namen von Dahl freuen, wenn du zu unserem neuen Spiel ein exklusives Review machen würdest. Hey, kein Problem. Liesel Dentist. Ein Review. Na dann schickt mal rüber. Für 720? Da bin ich noch dabei. Interesse liegt noch entspannt bei 73. Interaktion, Sound, Nachbearbeitung, Level up. So, dann kommt gleich das Game. Müssen wir gleich noch ein bisschen warten. Yep. Das müssen wir noch liegen lassen. Hier, zieht euch das Ergebnis rein. 711.000. Und es gab YouTube-Money des Grauens. Wir haben alles hier gebrochen, glaube ich. Wahnsinn. Wahnsinn, Digga. So, dieses Haus wird eindeutig zu klein für dich. Solange du hier lebst, wirst du keine neuen Erfahrungen machen. Wir sind schon wieder im Cap? Wow. Wir haben noch nicht mal einen Mitarbeiter und sind die absoluten Hustler. Okay. So, was haben wir denn hier? Du bekommst 6% mehr Abonnenten mit Gemeinschaftsprojekten. Geil, nehmen wir doch easy an. Zack, haben wir das Cap erreicht. So, komm, lad mal schnell hier hoch. Ah, warte mal, wir können uns mal noch ein Wässerchen und ein Brot reinziehen.
Wir haben auf jeden Fall zwei Hater-Bitches, hätte ich fast gesagt, Freunde. Das habt ihr jetzt nicht gehört. So, Bitches, Bitches, Bitches. Öffnen und auf geht's mit dem Review. Und dann kommen 720 rein. Dann sind wir bei 8000 Dollar, Freunde. Göttlich, das können wir auch noch selber machen. Da will ich mir ganz viel Mühe geben. War zwar jetzt nicht das Obergame, Preston hat schon wieder Bock. Wir können eigentlich nicht umziehen. Was waren das, 700 irgendwas? Du startest die Aufnahme heute mal entspannt. Intro mit Logo. Kann man mal nehmen. Zeit bevor das Spiel startet. Los. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Gibt's einen kurzen Ratschlag? Da könnt ihr das finden, Freunde. Auf der rechten Seite, einmal links, dann geradeaus und dann wieder rechts und dann eventuell habt ihr es auch. Ladebildschirm mit Hinweis. Einen philosophischen. Boom. Der knallt immer richtig rein. Göttlich. Wir haben ein Easter Egg gefunden. Fröhliche Äußerung. Es läuft göttlich. Bisschen Ausschnitt zeigen, lustigen Kommentar und wir sind so gut wie fast voll. Einfache Aufgabe, eine konstruktive Kritik. Ja, die war vielleicht ein bisschen zu schwer. Zusammenfassung des Spiels mit dem Unlustigen und zack, sind wir auch schon wieder voll. YouTube Money. Du bist ein Level aufgestiegen. Professionellen. So, mir macht ein bisschen Sorge, dass wir jetzt nicht mehr leveln können und schon in das Mega-Apartment da ziehen müssten. Aber ich glaube, dann könnten wir auch ins Netzwerk rein. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, das machen wir dann auf jeden Fall oder überlegen in der nächsten Aufnahmesession dann, Freunde, weil das ist mir ein bisschen zu heftig hier. Interaktiver Ladebildschirm, Moment, einen sarkastischen? Wieder ein leckeres Video. Du hast alle Gegner von der Strecke geworfen. Einen kleinen mörderischen Blick. Und Abspann, Brudi. Holy moly. Zack, hochladen den guten Kumpel. Interesse, ja gut, juckt kein weiter. Rekord aber gebrochen. 2220. Auf geht's. Du erhältst eine E-Mail von YouTube. Dein letztes Video verstößt möglicherweise gegen die Endnutzer-Lizenzvereinbarung und wird deshalb vielleicht keine Einnahmen generieren. Ist mir egal. Deine Abonnenten lieben es, wenn du dir treu bleibst. Du gewinnst sogar neue Follower. Kuss an alle. 600.000 fast. Das schmeckt. Hallo Cindy, ich möchte dich heute einladen ins Kino. Bruder, ich bin müde, ich muss pennen. Geld allein soll nicht glücklich machen, da ich heule lieber in einem Luxusschlitten als in einer alten Klapperkiste. Ja, Bruder. Genau. So. Werbevorschlag schon wieder. Also, was ist denn jetzt hier? So. 8000 Dollar fast. Guru-Vorschlag. Krank. So. Wir müssen auf jeden Fall mal wieder Essen kaufen. Wir haben ja gar nichts mehr. So. Auf jeden Fall ein bisschen Energy. Schön die Pizzen, Hamburger, Hotdogs und einen Salat. So. Was an Hamburger reindrücken. Lecker, Schmecker. So, ich guck mal kurz hier rein. Ho, 950 Dollar. So, boah. Digga. Ich meine, wir könnten es uns leisten. Warum können wir noch nicht umziehen? Das ist der Frage. Kochen wird von mir bezahlt. Ich muss nicht lernen. Kurse muss ich machen. Keine Mitbewohner. Arbeitsplätze 3. Warum kann ich noch nicht umziehen? Vielleicht wollen wir noch essen? Nee. Wir können noch nicht umziehen. Ach so, wir müssen so. Wir müssen noch die Aufgaben hier erledigen. Stelle einen Mitarbeiter ein und nehme 5 Videos mit dem Mitarbeiter auf. Aber ich will nicht den Preston, Digga. Der hat es überhaupt gar nicht drauf. Ich meine hier Landon. Preston, lass mal noch ein bisschen chatten. Den bräuchten wir. Und für den will ich auch alles an Geld ausgeben. Das war's hier aber wirklich komplett.